and cigarettes laying round the room. I don't mind a little mess. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es einen Vlog von mir. Ich nehme euch mal ein bisschen so durch meinen Tag oder besser gesagt durch meinen Abend. Wir haben jetzt ungefähr, wie spät ist es eigentlich? Keine Ahnung, 17 Uhr oder so. Und ich gehe jetzt mit meiner Family essen und später treffe ich mich noch mit der lieben Soraya. Und wir gehen mit unserem Netzwerk auch noch mal essen. Also es wird richtig ein Fresstag heute. Ich habe auch bisher nichts gegessen, außer gefrühstückt, ja, damit ich viel Platz in meinem Magen habe. Und wie ihr, und wie ihr sehen könnt, ich habe eine neue Vlogging-Kamera. Deswegen, also ich muss mich selber erstmal dran gewöhnen. Es sieht so aus, als wäre ich irgendwie in einer Kugel. Und ich sehe auch irgendwie so ein bisschen aus wie so ein Fisch. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich mir eine neue Vlogging-Kamera gekauft, weil ich jetzt auch gerne mehr Vlogs drehen möchte. Und diese Kamera, das ist die Canon Legria. Canon Legria Mini X hatte eine sehr gute Bewertung, was die Tonqualität und die Bildqualität angeht. Und deswegen habe ich sie mir auch gekauft. Wie gesagt, es ist alles Gewöhnungssache, aber es ist erstmal ein bisschen komisch halt für mich, damit umzugehen. Und ich sehe echt aus, keine Ahnung, komisch irgendwie so verzerrt, weil das hier so schief ist. Naja, egal. Ich muss halt auch noch schauen. Ich weiß nicht, ich hoffe, das Licht ist gut so. Ich habe jetzt einfach alles auf automatisch gestellt. Also, falls es nicht perfekt sein sollte, nehmt es mir bitte nicht böse. Ich muss mich halt noch ein bisschen mit dieser Cam zurechtfinden. Auf jeden Fall kann ich auch zoomen. Habe ich gerade eben entdeckt. Aber irgendwie, ich wollte das eigentlich alles... ich wollte es eigentlich heller stellen, aber irgendwie... kriege ich es nicht hin gerade. So, ich bin auf jeden Fall fertig, angezogen. Das ist mein Outfit. Oh Gott, wie das aussieht. Mein Arm sieht so aus, als wäre er 100.000 Kilometer lang. Boah, ich weiß nicht, ob ich mich damit anfreunden kann. Naja, auf jeden Fall sieht so mein Outfit aus. Eine kleine Bluse, eine kleine. Ich habe eine Bluse an mit so einem Schleifchen hier. Das habe ich von H&M. Und dann ein Lederröckchen mit diesen Lieblingsschuhen von mir, von Pull & Bear. Und eigentlich müsste ich mir die Haare glätten, aber ich habe gerade keine Lust. Deswegen gehe ich einfach so raus. Nicht wundern, ich gucke immer hier aufs Display, obwohl ich da zu euch reingucken muss. Wie gesagt, Leute, nehmt es mir wirklich nicht übel. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Mir ist gerade aufgefallen, ich muss auf jeden Fall jetzt immer aufräumen, weil man halt alles sieht, den ganzen Raum. Und dann könnt ihr ja sehen, wenn es hier mal unordentlich ist. Autsch. Schatz, du bist mit den Videos. Das schlimm für dich? Nee. Man hat dich gesehen von hinten. Komm, sei nicht so schüchtern. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall zur Bahn und fahren nach Deutz rüber. Und ich bin auch schon richtig hungrig und ich freue mich auch auf meine Mami und auf meine Brüder. Und meine Schwester kommt auch mit. Ich habe auf jeden Fall jetzt ein neues Spielzeug und ja. Was guckst du denn so? Guck mal, wenn ich alleine nur so mache, ist dein Arm schon drauf. Achso, das schneide ich raus. Ich mache dir einen Smiley-Kopf drauf, okay? Du kannst heute mit in mein Video, aber ich mache dir einen Smiley-Kopf überall drauf. Ja? Ja? Kriegst du das hin? Was soll das denn heißen? Er fragt, ob ich das hinbekomme. Tja. Wir sind jetzt da beim Bon Ami. Und ja, wie gesagt, hier kann man richtig lecker essen. Das ist sowas wie Vapiano, aber in orientalisch. Hallo, liebe Familie. Hallo, Sisi. Hallo, Mutti. Hallo Brudi und da ist unsere kleine Mimose. Sag doch mal Hallo. Wir sind jetzt hier im Bon Ami und die haben jetzt auch schon lecker was bestellt. Das ist eine Vorspeise und das ist Teig gefüllt mit Käse und ja, dann gerollt. Das war jetzt so richtig gut beschrieben. Und dann gibt es noch, Jajuk ist das, ne? Tzatziki. Oder ist das Kräuterjoghurt? Genau. So, und dann fangen wir jetzt mal an zu essen und gleich kommt die Hauptspeise. Wir gucken jetzt auf jeden Fall, was wir als Hauptspeise nehmen. Ich bin die ganze Zeit immer überlegen, aber ich glaube, ich nehme Mante. Dieses Jahr ist
Prost! Wir haben jetzt unser Essen bestellt und müssen jetzt geduldig warten. Aber auf jeden Fall, genau, wir haben jetzt, genau wie im Vapiano ist das, dann kriegt man halt solche, Pieper heißt das, oder was? Ja, Pieper. Ja. So Pieper. Und die biepen dann. Und das heißt dann, dass unser Essen fertig ist. Auf jeden Fall ist es hier wirklich sehr, sehr schön, halt sehr orientalisch eingerichtet. Wir haben jetzt unser Essen bekommen und es sieht richtig lecker aus. Ich habe mir Mante bestellt. Pfannengericht ist das, eine Gemüsepfanne mit Fleisch ist das aber auch. Ich habe Beete und das ist auch mit Hackfleisch, Fladenbrot, Tomatensauce. Auf jeden Fall sieht das richtig lecker aus und natürlich ganz frisches Pide. Guten Appetit! Danke. Ja, jetzt haben die Jungs ihr Essen bekommen, die haben ein bisschen länger gebraucht, aber es sieht verdammt gut aus. Soraya ist jetzt auch hier ganz spontan. Die Alte? Oh, ich bin in your face. Du bist im Restaurant und trinkst. Sie sitzt im Restaurant und bringt ihr eigenes Getränk mit. Ja, das ist von der Last-Arena noch. Von den Linien-Days. Ja, auf jeden Fall sind wir später nämlich nochmal essen. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Essen. Ja. Und wie findest du mein Fischglas? Das ist nicht Fischglas, das ist gut. Fisch, guck mal, die sehen aus wie Fisch. Wie sind Fische? Guck mal, Midi, du siehst jetzt so gedellt aus. Siehst du das so? Ja, das so ist aber doof. Ich will nicht so in dem Dingens aussehen. Ja, komm jetzt rein hier ins Bild. Guck mal bitte, wie mein Arm aussieht. Sieht aus wie 10 Kilometer lang, oder nicht? Sorry, Leute, ich bin die ganze Zeit erstmal nur, was heißt am Meckern, aber weiß ich, sieht so komisch aus. Guck schon mal bitte meinen Arm so an. Auch unser Kopf und so, das sieht so... Sieht so deformiert aus? Ja. Oder ich muss das so halten? Mhm. Doch, so ist doch schön, oder? Auf jeden Fall sitzen wir jetzt hier in der Lounge und trinken noch, nee, Kaffee nicht, aber Tee. Minztee. Ja, Minztee. Ja, und es ist richtig schön hier, also auch mit den Bildern. Wir brauchen noch einen Tisch, Mädels. So, jetzt haben wir unseren Tee bekommen und das ist so in richtig süßen Kännchen drin. Sieht auf jeden Fall richtig schön aus. Wir genießen es auf jeden Fall. Nochmal? Ja. Wir trinken unser Tee. Wir sind jetzt auf jeden Fall fertig mit Essen und Trinken und allem drum und dran. Es war wunderschön. Wir haben sehr viel gequatscht und gelacht und... Genau. Also man merkt, ja, das ist meine Schwester, die ist genauso durch wie ich. Und das haben wir alles von meiner Mutti, ja, weil die ist nämlich auch durch. Und das ist meine dritte Schwester. Ja, ehrlich, hier. Auch schon Familie. Ja. Ja, und Soraya und ich ziehen jetzt weiter. Die anderen werden sich jetzt verabschieden. Tschüss, Mutti. Wir gehen weiter. Wo ist Mutti? Essen. Tschüss, Mami. Tschüss. Tschüss, Sissi. Danke. Auch noch Sissi. Wir sitzen jetzt hier und warten auf die Bahn. Wir gehen in die L'Osteria, das ist hier in Köln am Neumarkt, genau. Aber weißt du was, ich glaube, das, guck mal, ich wieder mit meinem Arm, das macht, glaube ich, schlank, ne? Hier, diese Aufnahme. Nee, aber ich meine, diese Aufnahme generell. Ja, guck mal, meine Beine, das nur noch so. Genau, nur noch so. Ja, guck mal, das wirkt alles viel schlanker irgendwie. Und ich wirke, ne, gleich 1,80 groß, ne? Das auch. Und ja. Ich will meinen Arm nicht sehen, das sieht so eklig aus. Da musst du so abknicken. Ich kenne so, aber ne? Aber du kannst auch an einem Stativ legen. Aber guck mal, so, ich kann meinen Arm abknicken, dann sieht man das. Mach mir den Arm noch ab. Kannst du das gleich ein? So, wir sind jetzt hier in der L'Osteria. Und ich weiß noch immer nicht, ob ich mir was zu essen bestellen soll, weil ich null hungrig bin. Ich esse einfach von Soraya ein wenig mit. Nein. Hallo? Könnt ihr mal sehen, wie sie eigentlich ist? Nein, ich esse von ihr ein wenig mit. So, die Pizza ist da und die sieht verdammt lecker aus. Und ja, ich werde jetzt hiervon auch ein wenig essen. Schon wieder. Nach nur 2 Stunden, oder? 2 Stunden. Vor 2 Stunden habe ich gegessen.
So, ihr Lieben, wir sind jetzt fertig mit schon wieder Essen und Quatschen. Und es war aber sehr, sehr lustig, eine sehr lustige Runde. Und Soraya und ich gehen jetzt nach Hause. Ich bin auch schon ein wenig müde. Ich muss meinen Arm wieder abknicken, damit das nicht so behindert aussieht. Hol dir doch einen Selfie-Stick, Schatz. Ich habe einen Selfie-Stick, aber... Warte, Magic-Stick. Es war mir jetzt irgendwie immer so blöd, alles mitzuschleppen. Deswegen habe ich mir ja diese neue Cam geholt. Ja. Ihr Lieben, auf jeden Fall hoffe ich, dass... Ach Gott, ich bin zu müde, um zu reden. Soll ich den Ich hoffe, dass mein Vlog euch gefallen hat und dass meine Cam euch auch gefällt und die Qualität und alles drum und dran. Scheiße, warte mal. Nee, ist es... Die Bahn fährt, ne? Soraya wird gerade... sie ist fast vor die Bahn gelaufen. Das es ist rot, Schatz. Es ist Ich habe die Ampel nicht gesehen. Du hast mich mit deiner Kamera abgelenkt. Ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao. Hier kommt jetzt mein Summer Try on Haul Video. Hier kommt ihr zu dem Video 5 Arten von eifersüchtigen Frauen.